In Columbus im US-Bundesstaat Ohio haben sich zahlreiche Menschen zum Protest gegen den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners Andre Maurice Hill versammelt. Der 47-Jährige wurde vor seinem Haus bei einem Polizeieinsatz erschossen. Auf einem Bodycam-Video, das auch international für Entsetzen gesorgt hat, ist auch zu sehen, wie die Polizisten nach den Schüssen weiter auf den Mann einreden. Get your hand off underneath you now! We got a medic coming. Don't move, dude! Andre Hill hatte nur ein Smartphone in der Hand. Er ist das 96. schwarze Opfer von Polizeigewalt in den USA seit dem Tod von George Floyd im vergangenen Mai.